Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese Grußworte. Ich wollte jetzt eigentlich Herrn Krappmann noch vorstellen. Das haben die Kolleginnen ausreichend getan. Es gibt noch viel hinzuzufügen, aber da könnten wir auch den ganzen Tag mit verbringen, über seine internationalen Meriten, über das, was er sonst noch alles getan hat. Ich habe ihn damals als Studierender, ich habe nicht bei ihm studiert, sondern wir haben eine Exkursion ins Max-Planck-Institut gemacht mit meinem damaligen Hochschullehrer Dieter Hölters-Hinken. Ich habe ihn erlebt als ein Wissenschaftler, wie ich ihn bis dahin noch nicht gesehen habe. Er hat erzählt, wie er Kinder videografisch aufgenommen hat und hat uns seine Bewegung, seine eigenen Bewegungsabläufe, wie er unter Tische kriechen musste, etwas nahe gebracht. Und das in einer Demut seines Wissens, die mich ernsthaft sehr, sehr beeindruckt hat und die ich mir manchmal in unserer Disziplin auch stärker wünschen würde, auch für mich selbst. Insofern füge ich auch jetzt gar keine weiteren Titel hinzu. Ich glaube nämlich ernsthaft, das gefällt ihm gar nicht so sehr. Herr Krappmann, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und freue mich auf Ihren Vortrag. So. So freundliche Worte zum Beginn. Vielen, vielen Dank, liebe Studierende, liebe Praktiker, liebe Experten hier im Raum. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag an dieser Stelle. Selten habe ich in einem so wunderschönen Raum gesprochen. Ich möchte Sie mit einigen Sätzen auf meinen Vortrag einstimmen, der in mancher Hinsicht etwas anders argumentieren wird, als Sie es vielleicht erwarten. Über frühkindliche Bildung als Menschenrecht zu sprechen, bringt uns auf eine andere Spur, versetzt uns in einen anderen Handlungsrahmen, als wenn wir über den Zugewinn an Fähigkeiten und die Entwicklung persönlicher Qualitäten in jungen Jahren aus der Perspektive von Pädagogik, Psychologie, Ökonomie, Soziologie sprechen. Ich will heute nicht noch einmal begründen, dass eine frühe Förderung von Kindern möglich und für die persönliche Entwicklung wichtig ist, sondern ich will darstellen, dass die Förderung junger Kinder mehr ist als ein freundliches Angebot. Es ist ein Recht dieser jungen Kinder und sogar ein Menschenrecht der Kinder. Ich möchte Ihnen darstellen, dass wir auf dem Weg sind, die Entdeckung der so entscheidenden frühen Entwicklungsphase kindlicher Entwicklung in ein den Kindern dieser Welt verbürgtes Recht umzugießen. Diese rechtliche Verbindlichkeit zu schaffen, ist nicht nur eine Aufgabe von Juristen, den Menschenrechtsjuristen, denn diese Juristen sind auf die Wissenschaftler der eben genannten Disziplinen angewiesen. Diese Wissenschaftler haben viel über die Voraussetzungen, über die Bedingungen, über die Vorgehensweisen frühkindlicher Bildungsförderung zu sagen, auch über die Auswirkungen, einschließlich von Schwierigkeiten und Gefahren. Über diese Themen einer guten, gezielten, auch Kinder aus schwierigen Lebensverhältnissen erreichenden frühkindlichen Bildungsförderung merken Sie, wenn Sie dieser Vorlesungsreihe kontinuierlich folgen, viel hören. Und ich werde dazu heute weniger sagen. Mein Anliegen ist, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie über Ihr berufliches Tätigkeitsfeld hinaus Teil eines weltweiten Prozesses sind, in dem die Einsicht in die große Bedeutung der ersten Lebensjahre des Kindes in einen Rechtsanspruch und eine entsprechende Praxis umgesetzt werden soll.
In dieser Praxis soll allen jungen Kindern frühkindliche Bildung zugesichert werden. Ich werde über dieses Thema vor allem aus dem Blickwinkel der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen sprechen. Und aus der Erfahrung meiner Mitarbeit in dem Ausschuss der Vereinten Nationen, der die Einhaltung dieser Konvention überwacht. Dieser Ausschuss steht in engem Kontakt mit einem weltweiten Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Rechte der Kinder engagieren und auch für ihre frühkindliche Bildung. Von größter Bedeutung sind jedoch auch andere große Organisationen im Rahmen der Vereinten Nationen, UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNESCO, ich bin zu weit, die Organisation der UN für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation mit einem spezifischen Programm Education for All und auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Denn seine Gesundheit sichert der Mensch, auch der junge Mensch, nicht ohne Wissen und Einsicht. Vielleicht werden Sie sich mit einiger Verwunderung fragen, warum so viel Netzwerk? Warum so viel Anstrengung? Warum ist das Recht auf Bildung in der frühen Kindheit nicht längst im Kanon der Menschenrechte etabliert? Und vielleicht fragen Sie auch, warum es denn überhaupt so wichtig ist, dass die frühkindliche Bildung zum Menschenrecht der Kinder erklärt wird. Ist nicht die Hauptsache, dass frühkindliche Bildung von guter Qualität überall für Kinder und ihre Eltern erreichbar ist? Ich muss ein wenig ausholen, um diese Fragen zu beantworten, und gehe als erstes auf die Frage nach dem Rechtsanspruch ein. Was einige Staaten von Anfang an in den neu gegründeten Vereinten Nationen durchsetzen wollten, dauert bis heute an. Die Umwandlung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, die eben nur eine Erklärung, eine ehrwürdige Erklärung, ein Appell war, in verbindliches Recht. Nach und nach wurden unter den Staaten Verträge ausgehandelt, in denen die Menschenrechte konkretisiert und verbindlich gemacht wurden. Denn die Staaten müssen sich, wenn sie diese Verträge ratifizieren, verpflichten, die in ihnen niedergelegten Rechte in ihr Rechtssystem zu integrieren. So kam es nach langen Vorarbeiten im Jahre 1989 auch zu einem Übereinkommen über die Rechte des Kindes, die Kinderrechtskonvention, wie sie meist genannt wird. Sehr schnell wurde sie von vielen Staaten ratifiziert, inzwischen von 193 Staaten. Die Konvention enthält ausbuchstabiert für die Lebenslagen, in denen sich die Kinder befinden, die für die Kinder spezifisch relevanten Kindermenschenrechte. Rechte auf Überleben, Förderung, Schutz und Beteiligung, um es abgekürzt zusammenzufassen. Auch das Recht auf Bildung gehört dazu. Staaten, die eine Konvention in ihr Rechtssystem übernehmen, müssen einem Ausschuss unabhängiger Experten, dessen Mitglieder von den beigetretenen Staaten gewählt werden, alle 5 Jahre einen Bericht einreichen. In ihm haben sie darzustellen, welche, nun zitiere ich,
welche Maßnahmen Sie zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte getroffen haben und über die dabei erzielten Fortschritte. Sie senden auch tatsächlich diese Berichte, manchmal spät, manchmal erst auf Drängen, aber sie senden. Der Ausschuss, der für die Kinderrechtskonvention zuständig ist, debattiert diese Berichte mit den Regierungen, gestützt auf eigene Recherchen und gefüttert mit Informationen von Nichtregierungsorganisationen und von UNICEF und anderen. Er begrüßt und anerkennt auf der einen Seite die ergriffenen Maßnahmen, aber er bedauert auch Mängel, äußert Enttäuschung, drückt Unverständnis für immer noch nicht angenommene Gesetze aus, für das Fehlen von Haushaltsmitteln, für ausbleibende Strafverfolgung von Missbrauch und Ausbeutung von Kindern und so weiter und so fort. Dies öffentlich zu sagen und danach gedruckt im Internet zu verbreiten, ist das einzige Druckmittel, das der Ausschuss einsetzen kann. Aber es gibt doch auch weitere Wege, Regierungen zu drängen, die mit dem Ausschuss mehr indirekt zusammenhängen. Die nationalen und internationalen Kinderrechtsorganisationen stützen sich auf die Analysen und Empfehlungen des Ausschusses. Auch Eltern, Fachkräfte sowie Kinder und Jugendliche selber berufen sich immer wieder mit Nachdruck auf die Kommentare und Empfehlungen des Ausschusses. Auch in unserem Land. Sie könnten zum Beispiel einmal auf die Internetseite der deutschen National Coalition für die Umsetzung der Kinderrechte schauen. Auch die Kinderrechtskonvention enthält also, übernommen aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Bestimmungen zum Recht der Kinder auf Bildung. Es handelt sich um zwei Artikel der Konvention. In Artikel 28 verpflichten sich die Staaten, die Schulpflicht aller Kinder auf der Basis der Chancengleichheit durchzusetzen und die Grundstufe des Bildungswesens sofort und die darauf aufbauenden Sekundarschulen schrittweise kostenlos anzubieten. In Artikel 29 stehen dann die inhaltlichen Ziele, die die Bildungsinstitutionen verfolgen sollen. Sie sollen zusammengefasst die Entfaltung aller körperlichen und geistigen Fähigkeiten des Kindes dienen, in ihrer Arbeit in der Achtung der Menschenrechte gründen, Respekt vor kulturellen und nationalen Werten zu vermitteln und auf ein verantwortliches Leben in einer freien Gesellschaft vorbereiten. Die Bildungsinstitutionen, um die es in beiden Artikeln ausschließlich geht, sind die Primar- und Sekundarschulen und die Stätten der Berufsausbildung. Kein Wort findet sich über die frühkindliche Bildung. Es gibt weitere Quellen des Völkerrechts, die das Menschenrecht auf Bildung umzusetzen verlangen. So in großer Klarheit der internationale Pakt über die allen Menschen zustehenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von 1966, oft einfach Sozialpakt genannt, aber auch in den beiden Artikeln des Sozialpakts, die das Recht auf Bildung behandeln, Artikel 11 und 13, steht nichts über die frühkindliche Bildung. Nun gut, der Sozialpakt wurde in der ersten Hälfte der 60er Jahre ausgehandelt und 1966 beschlossen, vielleicht ein wenig zu früh, um aufzunehmen, was sich in den 60er Jahren in den USA und von dort aus in der westlichen Welt vor allem entwickelte. Vorschulprogramme
über Forschungsprogramme. Und zwar Modelle, die Ansätze erfunden, umfangreiche Programme für Kinder aus benachteiligten Sozialschichten und auch Initiativen, die solche Förderung für alle Kinder verlangten. Head Start ist wohl das bekannteste Programm, aber keineswegs das erste oder gar das einzige, aber eines der größten bis heute. Diese Programme waren eine Schockreaktion der USA und der westlichen Welt auf den erfolgreichen Start der UdSSR in den Weltraum, der einen naturwissenschaftlich-technischen Vorsprung anzuzeigen schien. Eigentlich hätte es aber gar nicht der Wahrnehmung dieser plötzlich einsetzenden, vermehrten Frühforderung bei den Menschenrechtlern bedurft, um der UN-Arbeitsgruppe zum Entwurf des Sozialpakts ein Signal für die Bedeutung der frühkindlichen Bildung im Rahmen des Rechts auf Bildung zu geben, denn schließlich gab es schon damals und lange zuvor hochgeschätzte Pädagogen der frühen Kindheit. Und einige mit weltweiter Reputation. Pestalozzi, Schweiz. Oberlau, Alsass, Fröbel, Thüringen. Rachel und Margaret Macmillan, Schottland. Kate Wiggin in den USA, Maria Montessori, Italien. Und auch zahlreiche Programme und Einrichtungen, die sich auf sie beriefen und ganz offensichtlich junge Kinder förderten. Auch wissenschaftliche Befunde waren längst vorhanden, die auf die große Lernfähigkeit der Kinder in den ersten Lebensjahren hinwiesen. Oft wurde Benjamin Bloom 1964 zitiert. Nach seinen Daten wird die Intelligenz, die ein Erwachsener entwickelt, schon zu 50% im vierten Lebensjahr erreicht. Bleibe ein Kind in diesem Alter in der Intelligenzentwicklung zurück, werde es mit großer Wahrscheinlichkeit, so Bloom, auch im Erwachsenenalter hinter den anderen mit seinen Leistungen zurückstehen. Trotz Streits um diese Dateninterpretation gab Benjamin Bloom damals starke Impulse, sich den frühen Lebensjahren der Kinder zuzuwenden. Wenn also die Aufklärung über die frühen Lebensjahre und der Aufbruch in eine Erweiterung des Bildungssystems in den 60er Jahren bei der Ausarbeitung von Menschen- und Kinderrechten unbeachtet blieb, so müsste doch die Kinderrechtskonvention, die spezielle Konvention für die Rechte der Kinder, ausgehandelt in den 80er Jahren, diesem Thema endlich Aufmerksamkeit widmen. So sollte man meinen. Jedoch ging die Arbeitsgruppe, die die Konvention ausarbeitete, auf die frühkindliche Bildung, wie bereits gesagt, nicht ein. Also erneut die Frage, warum wurde die frühe Förderung der Kinder in der Konvention über die Rechte der Kinder nicht berücksichtigt? Waren die verstärkten Bemühungen um die Frühförderung etwa nur eine begrenzte Initiative in den USA und einigen anderen Ländern, die weltweit nicht interessierte? Nein, keineswegs. Um die Ausweitung der frühkindlichen Bildung kümmerte man sich damals auch in Europa, auch in den Niederlanden, in Schweden, in Großbritannien, Open Education, in Italiens Reggio Emilia, wohin die Frühpädagogen geradezu wallfahrteten. Auch die Kleinkinderziehung im Kibbutz faszinierte
viele, viele Pädagogen. Und in all diesen Ländern setzte man große Hoffnung auf die frühe Förderung der Kinder. Sie sollten sich kognitiv, aber auch sprachlich und sozial entwickeln. Auch in Deutschland gab es seit den 60er Jahren Frühförderung und Forschungsprogramme. Weiterentwickelt in der DDR als im Westen des Landes, im Westen anfangs oft aus den USA übernommen, aber bald wegen des behavioristischen Zugangs heftig kritisiert. Dann kamen aber eigene Entwicklungen, das von der Volkswagen Stiftung geförderte Programm CIEL, Curriculum der institutionalisierten Elementarerziehung, und bald dann der Situationsansatz des Deutschen Jugendinstituts. Sie werden mehr davon in dieser Reihe hören. Von großer Bedeutung war, eben haben Sie es schon vernommen, dass der Deutsche Bildungsrat, ein Reformgremium von Bund und Ländern in den 60er und 70er Jahren der frühkindlichen Förderung, einen wichtigen Platz in seinem 1970 veröffentlichten Strukturplan für das Bildungswesen gab. Zahlen der UNESCO demonstrieren allerdings, dass Anfang der 70er Jahre nur in Europa und Nordamerika eine größere Zahl an Kindern entsprechende Einrichtungen besuchte. Auf den anderen Kontinenten blieben die Zahlen weit zurück. Und trotz einigen Zuwachses blieb dies in den Regionen Afrikas südlich der Sahara sowie in den arabischen und asiatischen Staaten bis in die 80er Jahre hinein so. Dort lag der Anteil der Kinder, für die es eine Fördereinrichtung gab, oft noch dazu eine private, die zu bezahlen war, unter 20, wenn nicht unter 10%. Aber gerade dieser geringe Besuch von Einrichtungen hätte doch nahelegen müssen, ein Recht der Kinder auf Bildung in den frühen Lebensjahren zu unterstreichen. Es gab jedoch auch Rückschläge. Nach anfänglicher Euphorie über kognitiven Leistungszuwachs kamen große Zweifel auf, ob die beobachteten Erfolge der Frühförderung den Kindern erhalten blieben. Nach gutem Start in die Schule schienen die hinzugewonnenen Fähigkeiten wieder zu schwinden. Follow-through, ein Fortsetzungsprogramm von Head Start, sollte klären, was langfristig Kindern hilft. 1975 bildete sich in den USA ein Konsortium for Longitudinal Studies, in dem viele der Forscher saßen, die frühkindliche Förderprogramme entwickelt hatten. Sie prüften wechselseitig rigoros ihre Resultate und stellten fest, ja, die Intelligenzwerte fallen wieder ab, wenn man nicht weiter fordert. Aber die Kinder blieben dennoch erfolgreicher in der Schule. Erfolgreicher als Kinder aus den nicht geförderten Kontrollgruppen. Diese Kinder werden im Vergleich seltener in Sonderförderungen überwiesen und schließen die Sekundarschule häufiger ab. Sie haben größeres Selbstvertrauen, wenn sie in diesen frühen Förderprogrammen waren, und ihre Eltern erwarten mehr von ihnen als die anderen Eltern. Und sie finden nach der Schule öfter eine Arbeit. Es kam den Programmen zugute und ihrer Fortsetzung, dass sie bald nicht nur am Ziel kognitiver Leistungen gemessen wurden, sondern dem von Präsident Johnson in den 60er Jahren ausgerufenen War on Poverty,
Krieg gegen die Armut zugeordnet wurden. Die frühe Förderung konzentrierte sich häufig auf Kinder, deren Startchancen belastet waren. Gerade Head Start und Follow Through förderten auch soziale und emotionale Fähigkeiten und zeigten Wege, Ernährung und Gesundheit zu verbessern. Auch dies ist ein Kontext, der einen leitenden Gedanken der Kinderrechtskonvention aufnimmt, in der sich die Staaten verpflichten, Bildung darauf auszurichten, Kinder auf ein verantwortungsbewusstes Leben vorzubereiten. So in Artikel 29. Martin Woodhead, ein Berichterstatter des Europarats für frühkindliche Bildung, verweist 1979 in einer Auswertung von westeuropäischen Vorschulprogrammen auf die Grundrechte der Kinder, die im damaligen internationalen Jahr des Kindes in die Debatte gebracht worden waren. Polen hatte vorgeschlagen, nun auch endlich eine Kinderrechtskonvention zu verfassen. Diese nicht nur kognitiv, sondern auch sozial und emotional fördernden Programme lösten allerdings noch eine andere Debatte aus, die Konsequenzen für die Aufnahme des Rechts auf frühe Förderung in den Entwurf der Konvention hatten. Ganz offensichtlich greifen die Programme in Bereiche des Aufwachsens und der Erziehung ein, von denen man weithin glaubte, sie gehörten in die Verantwortung der Eltern. Es gab Stimmen, dass man frühkindliche Programme nicht durchführen könne und auch nicht durchführen dürfe, ohne die Eltern zu beteiligen. Um diese Forderung zu unterstreichen, berief man sich auf einen Bericht von Uri Bronfenbrenner, der nach einer Durchsicht von 7 großen Programmen in den USA feststellte, dass ihr Erfolg zu einem guten Teil davon abhing, ob sie Eltern einbeziehen oder nicht. Irving Lazar, ein Mitglied des eben erwähnten Konsortiums, erläutert es mit einer kleinen Geschichte. Die 3-jährige Sue kommt aus der Kindertagesstätte nach Hause und kann auf einmal Dinge, die ihre Mutter sie noch nie tun sah. Die Mutter staunt und anerkennt und Sue ermutigt. Macht weiter. Und ihre Mutter glaubt an ihr Kind. Sue lernt Spiele in der Tagesstätte kennen, die sie mit den Eltern nun auch zu Hause spielen will. Die Eltern gehen hoffentlich darauf ein. Und Sue sammelt weitere positive Erfahrungen mit ihren Eltern, aber die Eltern auch. Auch ihre Erzieherin lobt Sue. Und Sue fühlt sich wohl im Kindergarten und später in der Schule und macht mit, was dort verlangt wird und so weiter und so fort. Michael Rutter schließt aus den Evaluationsdaten, dass Programme vor allem dann erfolgreich sind, wenn sie das Gefühl des Selbstwerts bei den Kindern stärken und wenn sie elterliche Erwartungen an ihre Kinder erhöhen. Man wurde sich einig, je früher im Leben des Kindes diese Programme einsetzen, desto wichtiger, dass die Eltern beteiligt werden. Und zwar nicht nur durch Information an einem Abend, sondern indem man den Eltern hilft, sich auch selber mit ihren Kindern intensiv und anregend zu beschäftigen, zu spielen, zu singen, Bilder anzuschauen, vorzulesen, zu fragen, zu antworten und so weiter. Im jungen Head Start-Programm gibt es Besuche, Einladungen ins Programm, Treffen mit den Eltern, Beratungsangebote. Und so steht an der Notwendigkeit, Eltern einzubinden, kein Zweifel. Aber gerade diese enge Verflechtung
der frühkindlichen Bildung mit den Eltern war für einige Mitglieder in der UN-Arbeitsgruppe, die die Konvention entwarf, der Grund, die frühe Kindheit aus dieser Konvention gänzlich auszuklammern. Sie meinten, das Kind gehöre in den ersten Lebensjahren in die Familie. Sie glaubten, viele Staaten würden den Beitritt zur Konvention ablehnen, wenn den jungen Kindern eigene Rechte zuerkannt würden, weil nach ihren Verfassungen die Familie in der Kindererziehung den Vorrang habe, insbesondere mit Blick auf die jungen Kinder. Diese Stimmen haben sich damals durchgesetzt. Und so schwieg die Konvention über junge Kinder. Der fehlende Hinweis in der Konvention auf Bildung in den frühen Lebensjahren hatte zur Folge, dass sich der UN-Kinderrechtsausschuss in den ersten Jahren seiner Tätigkeit mit diesem Thema nicht befasst hat. Damit hatte sich das von der UN autorisierte Zentrum, das die Verwirklichung der Kinderrechte überwachen sollte, erst einmal von einer bedeutsamen Entwicklung in der Welt abgekoppelt. Man kann sich nur wundern, denn neben dem Ausschuss gab es in dieser Welt große, bedeutsame Fortschritte. So gab es seit Mitte der 80er Jahre die Consultative Group on Early Childhood Care and Development, in der sich mächtige internationale Organisationen zusammentaten. Weltbank, regionale Entwicklungsbanken, UNICEF, große internationale Nichtregierungsorganisationen, Forschung, Experten, Stiftungen. Diese Gruppe setzte und setzt sich bis heute massiv für die Förderung junger Kinder ein. Sie nahm auch an der Vorbereitung einer Konferenz teil, die etwa zu der Zeit, als die Konvention in Kraft trat, nämlich 1990 in Yom Tien, Thailand, tagte. 155 Regierungen und etwa ebenso viele Repräsentanten von UN und Nichtregierungsorganisationen forderten, dass binnen 10 Jahren das Recht auf Bildung universell durchgesetzt wird. Das große Programm Education for All wurde beschlossen. In Yom Tien wurde der Satz geprägt: Learning begins at birth. Das Lernen beginnt mit der Geburt. In Klammern, einige sagen, schon vorher. Es setzte ein fundamentaler Wandel in der Haltung zu Entwicklung und Lernen in den ersten Lebensjahren ein, den Forscher, Politiker und Praktiker mit gemeinsamen Kräften vorantreiben wollten. Endlich und von nun an wurde Allgemeingut: Es geht in den frühen Lebensjahren nicht allein um gute Betreuung des Kindes, sondern ebenso bereits um den Beginn der Entfaltung aller Fähigkeiten, die der Mensch braucht, um mit anderen gemeinsam zu leben, zu kooperieren und über Unstimmigkeiten und Konflikte hinwegzukommen. In Yom Tien wurde die traditionelle Hemmschwelle durchbrochen, junge Kinder in eine systematische Förderung außerhalb ihrer Familien zu integrieren. Das Ziel, ab 2000 eine Grundbildung für alle Kinder dieser Welt zu erreichen, wurde nicht erreicht. Obgleich in den 90er Jahren die Schulbesuchsquoten in vielen Ländern massiv anstiegen. Somit wurde für das Jahr 2000 eine Folgekonferenz nach Dakar, Senegal einberufen, auf der die Anstrengungen erneut bekräftigt wurden.
Diese Konferenz hat die in Yom Tin beschlossenen Ziele bestätigt. Aber dieses Mal wurde ausdrücklich und an erster Stelle verlangt, dass das Angebot an frühkindlicher Betreuung und Bildung ausgebaut wird. Early Childhood Care and Education wurde spätestens jetzt zum festen Bestandteil globaler Bildungspolitik. Im selben Jahr wurde diese Zielsetzung auch bei einem Gipfeltreffen der UN in die Entwicklungsziele zur Jahrtausendwende Millennium Development Goals aufgenommen. Universelle Grundbildung muss verwirklicht werden und dieses Ziel muss auf einem starken Fundament aufruhen, auf frühkindlicher Bildung. Und neuer Nachdruck kam im letzten Jahr von der ersten Weltkonferenz für Betreuung und Bildung in der frühen Kindheit in Moskau. Der Aktionsplan von Moskau betont wieder die Einbeziehung aller Kinder und insbesondere der unter Dreijährigen und dann auch der Kinder aus sozial benachteiligten Gruppen. Nun endlich konnte der Kinderrechtsausschuss nicht länger abseits stehen. Das Thema drang in die Auseinandersetzung mit den Regierungen ein, vielleicht auch durch einen stärkeren Anteil pädagogischer und entwicklungspsychologischer Experten in diesem interdisziplinären UN-Kinderrechtsausschuss. Juristen und Nichtjuristen des Ausschusses setzten sich an die Arbeit, um in einem Rechtskommentar darzulegen, dass keine Abstriche am Recht auf Bildung für jüngere Kinder zulässig sind. Diese Kommentare, die Ausschüsse nach ausführlichen Diskussionen und Anhörungen der Fachöffentlichkeit verabschieden, geben den Staaten in klaren oder umstrittenen Punkten Direktiven, wie die Kinderrechtskonvention umzusetzen sei. Der Ausschuss beschloss und veröffentlichte diesen seinen Kommentar über die Rechte der Kinder in früher Kindheit im Jahr 2005 und fand große Zustimmung für dieses Dokument, vor allem bei UNICEF, UNESCO und WHO und sowie den zahlreichen Kinderrechtsorganisationen, die in vielen Staaten existieren. UNICEF, UNESCO, WHO sagten ausdrücklich, wie lange haben wir darauf gewartet, dass der Ausschuss klar und laut und eindeutig das Recht auf Bildung auch in der frühen Kindheit bestätigt. Außerhalb der Menschenrechtscommunity mag es seltsam klingen, dass ein solcher Kommentar, ein solches UN-Dokument so wichtig sein sollte. Gibt es nicht so viele gute Argumente aus Wissenschaft und Praxis für die Unterstützung der Entwicklung der Kinder in den ersten Lebensjahren? Da ist das Top-Argument, auf das Politik und Wirtschaft stets mit Aufmerksamkeit reagieren. Langfristige Untersuchungen, zunächst in den USA, wiesen nach, dass jeder Dollar investiert in die frühe Förderung dem Steuerzahler, bis das Kind 27 Jahre alt geworden ist, 7 Dollar erspart. Bis das Kind 40 Jahre alt geworden ist, noch einmal 10 Dollar, die auszugeben wären für besondere Lernunterstützung in der Schule, für Sozialhilfe, für Arbeitslosengeld, für Krankheits- und übrigens auch für Gefängniskosten.
Und dies eben nicht nur in den USA eine entsprechende Rechnung für ein Programm in Indien ergab, eine Rendite von umgerechnet 14 Dollar für jeden ausgegebenen Dollar für die frühkindliche Förderung. Ein gutes Argument. Allerdings fragen die Finanz- und Haushaltsexperten gern, was ihrem derzeitigen Haushalt 17 Dollar in 40 Jahren nützen. Insofern ist es der Nachweis, dass es vor allem um ein Recht geht, ein wichtiges Moment in den Auseinandersetzungen. Denn ein Recht ist jetzt zu verwirklichen. Nicht zuletzt sind es die Nichtregierungsorganisationen, die über die klaren Aussagen des UN-Ausschusses froh sind. Frühkindliche Bildung ist ein zentrales Element des Menschenrechts auf Bildung. Die Nichtregierungsorganisationen waren auch deswegen erleichtert, weil es ihre Stellung in den Auseinandersetzungen massiv stärkt. Wenn frühkindliche Bildung ein Recht der Kinder ist, dann sind sie nicht Mitsteller, die sich für Kinder einsetzen, sondern sie können verlangen, dass eine verbindliche Pflicht nicht verletzt wird. Sie haben jetzt die Autorität der Konvention und des UN-Kinderrechtsausschusses im Rücken. Dass damit nicht alle Konflikte über Nacht gelöst sind, ist bekannt. Über viele Bemühungen habe ich gesprochen, über zähes Ringen um das Recht auf Bildung in der frühen Kindheit. Dennoch, es steht in der Welt nicht so schlecht um die frühkindliche Bildung, wie die lange Geschichte dieses Recht endlich durchzusetzen vielleicht vermuten lässt. Eine Statistik der UNESCO, die Daten für die Weltregionen präsentiert, vergleichen für die Jahre 1999 und 2008, zeigt, dass die Ausweitung von frühkindlicher Bildung stetig fortschreitet. Allerdings, weit zurück liegen immer noch die Staaten Afrikas südlich der Sahara, die arabischen Staaten und die Staaten Zentralasiens. Und dort ist auch der Zuwachs nach wie vor schwach. Aus Kinderrechtsperspektive ist erfreulich, dass auch in Ländern mit noch unbefriedigendem Besuch von frühkindlichen Einrichtungen Mädchen annähernd paritätisch diese Einrichtungen besuchen. Ausnahme die arabischen Staaten, wie Sie sehen. Die bittere Pille, es sind überwiegend die sozialen Mittelschichteltern, die ihre Kinder schicken. Die Kinder aus den bildungsfernen Gruppen werden in vielen Ländern noch nicht erreicht. Ihre Besuchsquoten sind bis zu 30 oder gar 40% niedriger. Hier eine Tabelle aus dem letzten Education for All Bericht von 2011. Auf diesen Befund reagierte die Moskauer Konferenz 2010 mit dem Aufruf, gerade hier mehr und stärker zu investieren. Der Besuch wird sicher weiter stetig steigen. Wie aber steht es mit der Qualität des Angebots? Nur noch kurze Bemerkungen dazu. Interessanterweise schloss der bereits erwähnte Irving Lazar mit seiner kleinen Geschichte aus seiner Evaluation der Programme
dass jedes kompetent entwickelte, sorgfältig begleitende Programm Erfolge aufweist. Ganz gleich, welchen theoretischen Ansatz es folgt. Das Wichtigste ist seines Erachtens, dass Kinder mit Respekt für ihre Person und mit Aufmerksamkeit für ihre Interessen und Fragen behandelt werden. Die Gefahr ist, dass Ängste über den späteren Schulerfolg der Kinder dazu verleiten, die Schulvorbereitung in den Vordergrund zu stellen und jungen Kindern Programme überzustülpen, deren Sinn sie nicht verstehen können. School Readiness heißt die internationale Devise, die eine gefährliche Implikation hat. Denn Konzentration auf die Schulvorbereitung engt ganzheitliche Bildung ein, die die Konvention für die Bildung der Kinder generell verlangt und für junge Kinder ganz besonders, wie im Kommentar des Ausschusses dargelegt. Für ganzheitliche frühkindliche Bildung gibt es beachtliche Curricula in verschiedenen Ländern. Neuseeland, Trinidad, Tobago, Jamaika und auch Bildungspläne in manchen Bundesländern, die sich dieses Ziel setzen. Ob dieses Ziel ganzheitlicher Bildung, sich gegenüber dem Druck, Schulleistung zu verbessern, behaupten kann, ist eine große Sorge vieler Beobachter. Es muss zuerst darum gehen, die Neugier der Kinder zu erhalten, betonte Hubert Markel, ein früherer Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Ein weiterer Aspekt der Qualität frühkindlicher Bildung ist die Ausbildung der in diesen Einrichtungen tätigen Fachkräfte. Ein hoher Anteil von ihnen hat bislang überhaupt keine Ausbildung. In einigen Staaten dieser Welt ist es sogar die Mehrheit. Die UNESCO verfolgt dieses Thema und bezeichnet es als das zentrale Problem der weiteren Entwicklung. Nicht zuletzt müssen Erzieherinnen oder Lehrerinnen, die in diesen Einrichtungen tätig sind, in der Lage sein, Kinder für Bildungsprozesse zu gewinnen, die nicht der Mehrheitskultur angehören, angesichts von Migration und Flucht überall in der Welt. Und das führt zu meiner Schlussbemerkung. Obwohl ich einen globalen Aufbruch zu Bildung in der frühen Kindheit nachgezeichnet habe, hoffe ich, dass frühe Bildung nicht weltweit vereinheitlicht wird. Der Monitoring Report von UNESCO stellt fest, es gäbe kein universelles Modell der Angebote für Kinder in früher Kindheit, dem man global folgen könnte. Nicht die nachfolgende, in der Welt immer einheitlichere Schule darf diktieren, was in den Einrichtungen für junge Kinder geschieht, sondern die Fragen und Interessen der Kinder. Diese Fragen und Interessen sind in den unterschiedlichen sozialen und kulturellen Umfeldern, in denen diese Kinder leben, nach wie vor sehr verschieden. Das muss respektiert werden, sagt die UN-Konvention. Vielen Dank.
entschuldigen für die ausbleibende Technik. Manchmal, Herr Krappmann, Sie haben es vielleicht gar nicht gesehen, manchmal ist das da hinten ausgegangen. Gott sei Dank können wir das alles über die Folie wieder einholen. Herr Krappmann hat sich bereit erklärt, für Rückfragen noch zur Verfügung zu stehen. Und ich bitte Sie um Ihr Wort. Einen schönen Heimweg der BRG, einen schönen Freitag und anderen Kollegen und Kolleginnen noch einen schönen Tag.